Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Bank. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Heute am 17. April 2019. Mann, geht die Zeit voran und Ostern steht auch schon vor der Tür. Also legen wir doch heute noch ein paar Ostereier ins Nest und unter dem Titel Mean Reversion Trading Strategie. Ja, darum soll es heute natürlich gehen, wie angekündigt, und gleich mal dazu noch so ein paar Vorbemerkungen zu unserem heutigen Webinar. Natürlich geht es um die Strategie selbst, klar, aber ihr werdet sehen, dass es vielmehr noch auch um die Frage geht, wie entsteht eine Trading-Strategie? Und diesen Weg, wie auch bei mir oder auch bei euch neue Trading-Strategien entstehen können. Ein Grundelement ist in der Regel, wir brauchen diesen, was ich immer den Wahrscheinlichkeitsvorteil nenne. Und oder dann im Englischen nennt man ihn auch gerne den Edge. Den Edge, und das kommt eher aus der Pokersprache, soweit ich weiß. Aber sei es drum, wir brauchen halt immer diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und daher will ich heute auch in diesem Webinar nicht nur einerseits natürlich über Mean Reversion reden und auch bis zur konkretisierten Trading-Strategie, mit welchen Parametern, wie was getradet werden sollte. Das kommt natürlich hier vor, aber halt mehr noch auch das Drumherum, um sicherzustellen, dass wir werden wirklich ein Edge haben, also wirklich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil mit einer solchen Strategie. Und das will ich halt hier in diesem Webinar auch mit beleuchten. Also, kleine Vorbemerkung dazu, dass nicht gar nicht so viele Charts kommen und ich ständig über den Einstieg und Ausstieg und sonst was rede. Das ergibt sich nahezu ohnehin alles von selbst, sondern ihr wisst, ich rede gerne auch über die Methodik, wie halt alles auch entsteht. Und genau das will ich natürlich hier auch mitmachen. Ein paar andere kurze Hinweise, wie immer. Ihr seht schon jetzt meine E-Mail-Adresse hier auch eingeblendet. Später habe ich wieder ein paar Excel-Sheets, die machen zwar nicht wirklich die Trades, aber die fassen die Strategie zusammen und auch ein bisschen von der Methodik, weil dahinter stehen wiederum selbstgeschriebene C-Programme, oder um es jetzt mal ganz genau zu sagen, habe ich einen Switch vollzogen. Jetzt sind es selbstgeschriebene C++-Programme, aber das dürfte die meisten von euch langweilen, da ins Detail zu gehen. Aber die Ergebnisse natürlich stelle ich gerne wieder zur Verfügung. Also wer Excel-Sheets haben möchte, einfach hier eine E-Mail an mich schreiben. Wurde auch vorhin schon gefragt, gibt es eine Aufzeichnung? Klar, wie immer, die ist dann ab morgen auf dem JFD-YouTube-Kanal. Und vorletzte. Die Folien sind bereits zum Download, stehen sie bereit. Das Ganze geht direkt aus eurem GoToWebinar-Control-Panel. Und jetzt allerletzte Vorbemerkung. Wir reden über Trading-Strategien, deswegen muss ich es einmal zeigen. Unseren Risk-Disclaimer, den Risikohinweis. Wir reden zwar über Strategien und wie ich es machen würde. Schließlich und endlich, wie immer der Hinweis, wenn ihr tradet, logischerweise auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung. Aber ich denke mal, das ist soweit klar. Ein bisschen genauer. Natürlich gehen wir auf Mean Reversion ein. Mean Reversion ist einfach, naja, sozusagen das Handeln des Zurückkommens. Es gibt irgendwie große Abweichungen, so habe ich es auch schon in der Text zu dem heutigen Webinar beschrieben. Die Börse neigt zu Übertreibungen und die werden meistens zurückgekauft. Also da kommt wieder irgendetwas zurück, und deswegen auch in diesem Mean Reversion das Wort Reversion, weil es da wieder irgendwie zurückgeht. Also das spielt natürlich eine Rolle. Dann müssen wir allerdings wirklich untersuchen, ob wir, wenn wir diesen Grundansatz verfolgen, ob wir damit auch wirklich diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil haben. Und dann will ich die Strategie einmal so vorstellen, nachdem wir sie entwickelt haben, tatsächlich, dass man sie auch ohne Stop-Loss machen kann, weil so fangen wir sogar tatsächlich an. Hier schon mal der allgemeine Hinweis, ohne Stop-Loss zu arbeiten, ist natürlich grundsätzlich, ihr kennt viele Webinare von mir, dass ich da nicht so ein Freund bin. Gelegentlich mache ich da schon mal Ausnahmen. Also zum Beispiel mache ich die Ausnahme beim Aktientraden, da der Stop-Loss nach unten einfach logischerweise ist, dass die Aktie beim Preis von Null steht. Und tiefer kann sie ja nicht sinken. Und das andere, wo man Ausnahmen machen kann, ist, wenn man mit der richtigen Lot-Size unterwegs ist und ohnehin nicht unendlich in den Trades drin ist. Aber
Ihr seht ja schon, es gibt jetzt so zwei Titel ohne Stop-Loss, mit Stop-Loss. Und natürlich schließlich nennt sich das Ganze als Portfolio. Wir können das nämlich sowohl auf Währungsmärkten als auch zwei Indizes sind auch noch mit dabei, DAX und Dow Jones, nicht Dow Jones, S&P 500. Ansonsten noch 28 Währungspaare und Gold, was bei mir immer eher auch eigentlich nur ein weiteres Währungspaar ist. Aber mal wirklich von vorne. Mean Reversion Strategien. Das Grundprinzip ist folgende Überlegung. Die Annahme ist prinzipiell, es gibt irgendeinen fairen Wert für ein Underlying. Also man kann jetzt sagen, okay, der DAX steht gerade bei, ich weiß gar nicht, wo er wirklich steht, ich sage jetzt einfach eine Zahl, bei 12.000. Und ich behaupte mal einfach, der faire Wert ist 11.000. Okay, wenn das der Fall ist und wäre, dann sollte ich jetzt einen Short Trade eröffnen, weil ich glaube ja, dass der DAX dann vielleicht gerade in einer Übertreibung ist und zurück zu seinem fairen Wert gehen soll. Und naja, bei meinem Zahlenbeispiel ist dann logisch, wir machen einen Short Trade. Die Frage ist natürlich, was ist ein fairer Wert? Und wie können wir uns da Anleihen machen, dass wir den finden? Und das werden wir gleich ziemlich trivial machen. Wir werden gleich einfach irgendwann einen EMA nehmen und erklären ihn zum fairen Wert. Ich kann nicht wirklich einen fairen Wert sozusagen mathematisch definieren. Es wäre schön, wenn ich es könnte. Also mache ich mir einfach eine Anleihe bei anderen Indikatoren zum Beispiel und nehme das einfach als den fairen Wert. Damit ist aber auch klar, was passieren kann. Nämlich unser aktueller Preis könnte deutlich von diesem fairen Wert abweichen. In meinem Zahlenbeispiel von gerade, DAX bei 12.000, fairer Wert bei 11.000, könnte man durchaus von einer deutlichen Abweichung, die ist schon in Richtung 10%, also keine Ahnung, 8 oder 9%, das wäre sicherlich erheblich. Und damit sollte auch die Richtung sofort klar sein. Also würden wir den Short Trade machen. Wenn wir also so eine starke Abweichung haben, ist das der Trigger für unsere Trades. Und die Richtung des Trades ist natürlich sofort auch klar. In Richtung des fairen Werts. Hätte ich mein Zahlenbeispiel so gemacht, dass der DAX aktuell bei 10.000 ist und der faire Wert bei 11.000, hätte ich logischerweise einen Long Trade eröffnet. Da ich jetzt keine saubere, messerscharfe Definition habe für einen fairen Wert, nehme ich mir einfach einen. Und als Beispiel sei mal einfach hier der EMA, den nehmen wir auch gleich wirklich. Man könnte aber auch ein SMA nehmen, man könnte Regressionsgraden nehmen, indem man irgendwelche Linien also eine Ausgleichsgerade in den Preis malt. Oder wir könnten uns zum Beispiel auch, wir könnten Timeframes miteinander vermischen. Also wir sind vielleicht auf M5 unterwegs und gucken mal, wo der denn vor einer Stunde stand. Oder wir nehmen den Wert vom Wochenschlusskurs und gehen auf Tagesebene, wären alles Varianten, die durchaus alle ihre Berechtigung haben. Aber ihr merkt schon, jetzt kommt ja eigentlich dann die Frage. Ich mache jetzt eine Annahme über den fairen Wert und habe auch schon eigentlich ungefähr formuliert, wie die Strategie funktioniert. Aber jetzt müssen wir uns fragen, generiert mir das einen Wahrscheinlichkeitsvorteil? Die gute Antwort ist ja. Aber gucken wir uns das Ganze mal kurz hier im Chart an. Es ist ein ziemlich alter Chart, weil ich muss ja gestehen, ich habe schon mal ein Webinar zu Mean Reversion gemacht und zwar vor knapp 2 Jahren. Und von daher habe ich das Bild einfach da rausgenommen, weil dieses Bild irgendwie dazu so schön passt. Ihr seht, jetzt in dem Fall ist es eine M15-Zeitskala, die jetzt auch erstmal sekundär ist. Es geht nur ums Prinzip. Und ihr seht auch, hier ist ein EMA eingetragen. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt noch nicht mal mehr die Periode, die ich hier verwendet habe. Wahrscheinlich sowas wie 40, 50, keine Ahnung. Aber wie ist das Prinzip? Das Prinzip ist ganz einfach. Gehen wir mal genau in die Bildmitte. Da haben wir nämlich so ein herrliches Beispiel. In der Bildmitte sehen wir, okay, wir haben hier eine deutliche Abweichung vom EMA. Das heißt, hier sind die Preise weit oberhalb vom EMA. Idee. Preis geht zurück in Richtung zum EMA zurück und schwupps
passiert. Natürlich, wie immer, sucht der Vortragende ein Beispiel, Bild so aus, dass es natürlich messerscharf passt. Das sei auch jedem gestattet, aber auch der Hinweis, dass es so gemacht wird. Jetzt finden wir natürlich hier in meinem Chart noch mehr solcher Beispiele. Auch hier haben wir eine schöne Abweichung nach Norden und schwupps kommt der Preis wieder nach Süden und kreuzt anschließend mein EMA. Das gleiche hätten wir dann hier direkt danach, kurze Zeit später nochmal gehabt. Große Abweichung, diesmal nach Süden. Long Trade hätte auch wiederum gepasst. Und so würden wir jetzt hier in diesem Bildchen schon einige Beispiele finden, die auch unmittelbar funktionieren. Aber das ist tatsächlich auch das Grundprinzip einer jeden Mean Reversion Strategie. Gehen wir da mal ganz klein bisschen genauer drauf ein. Also, wir wollen ja in Richtung eines Trading-Regelwerkes für diese Strategie kommen. Das heißt, was wir schon mal haben, ist, wir brauchen einen EMA. Und damit haben wir das erste Fragezeichen, nämlich wir brauchen eine EMA-Periode. Die ist jetzt bisher einfach mal vom Himmel gefallen, indem ich gesagt habe 50. Aber who knows? Also ist das ein Freiheitsgrad. Wir kennen ihn noch nicht. Und direkt danach habe ich gerade, als ich den Chart beschrieben habe und gesagt habe, wann wir einsteigen, gesagt, wir steigen ein, wenn wir weit weg sind von dem EMA. Okay, erstens, das müssen wir mathematisch definieren. Das können wir. Wir bilden einfach die Differenz zwischen dem Close-Preis einer bestimmten Candle, weil wir müssen uns auf irgendeine Candle-Periode einigen. Und da wir nicht sozusagen während der Kerze irgendwas aufmachen wollen, nämlich einfach den Close Price von einer Candle. Und wenn wir dann also einen Trade eröffnen, würde ich es einfach direkt dann zum Open der nächsten Kerze machen. So wird es nachher in dem Programm ablaufen. Aber wir bilden einfach die Differenz zwischen dem Close Price und dem EMA-Wert. Wenn wir die EMA-Periode festgelegt haben, kennen wir auch am Ende einer Kerze den EMA. Wert, das, was da gerade die rote Linie war, die Differenz gebildet. Davon nehmen wir den Absolutwert, weil mir geht es nur um die Frage, sind wir weit weg, nicht um das Vorzeichen. Das Vorzeichen brauchen wir dann für die Trade-Richtung. Dividieren das einfach durch den Close-Preis, dann haben wir sowas wie die prozentuale Abweichung vom EMA, also mathematisch korrekt zu bleiben, prozentual, also dann, wenn wir es noch mit 100 multiplizieren, aber ihr wisst genau, was ich meine. Wir fragen jetzt einfach, haben wir jetzt eine bestimmte prozentuale Schwelle überschritten? Dann reden wir von einer großen Abweichung und dann machen wir einen Trade-off. Und in welche Richtung? Sagt man schon, in Richtung zum EMA zurück. Gut, wenn wir mal nachher noch einen Stop-Loss haben wollen, können wir uns das Leben auch einfach machen. Wir nehmen den einfach in Prozent vom Preis, auf welcher Seite. Ist, glaube ich, sofort auch klar. Damit hätten wir den Einstieg für die Strategie schon mal messerscharf formuliert. Jetzt brauchen wir noch einen Ausstieg. So, Trade wird, also das war der Einstieg, wird eröffnet, wenn der Schwellwert auf Close-Kurs-Basis überschritten wird. Gut. Wann wird er jetzt geschlossen? Der Trade wird einfach dann geschlossen, wenn wir den EMA wieder kreuzen. Aber jetzt entstehen gleich zwei mögliche Varianten. Und beide sind jetzt nicht ad hoc, ist die eine besser als die andere. Ich mache das gleich auch nochmal im Chart, damit es nochmal deutlich, warum hier zwei Varianten entstehen. Ich sage ja, wir traden in Richtung des EMAs und wir müssen den Trade ja auch mal irgendwann beenden. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten sagen, wir traden als Take-Profit-Wert den EMA, so wie er sich Floating, also jetzt im Verlaufe des weiteren Kursverlaufs einfach entwickelt. Oder wir nehmen einfach den EMA zum Open unseres Trades und sagen, da ist der Take Profit und dann bleibt er da fest. Da der EMA-Wert sich ja in der sozusagen mit jeder weiteren Kerze ständig auch weiter ändert, könnte sonst unser Take Profit zu uns hinlaufen oder von uns weglaufen. Auch eine Möglichkeit. Ich mache es jetzt erstmal so, ich lasse das Take Profit, den Wert, da wo ich eröffnet habe, genau den EMA-Wert möchte ich wieder haben. Nochmal, beide Varianten sind absolut erstmal nicht ad hoc der eine der anderen zu bevorzugen. Jetzt will ich allerdings noch was machen. Wenn man so diesen Trade angeht, will ich auch noch sagen, es gibt einen Timestop. Mit Timestop meine ich immer,
Stops, nicht im Sinne eines Stop-Losses, sondern im Sinne, zu einem bestimmten Zeit wird der Trade auf jeden Fall beendet. Und hier mal zwei Varianten auch wieder, nämlich einmal am Tagesende. Genau genommen würde man nicht das Tagesende nehmen, sondern eine Stunde früher. Also zumindest, wenn man bei JFD tradet, weil um 23 Uhr werden die Swap-Kosten, also die Finanzierungskosten für einen Trade fällig und werden gewissermaßen abgebucht oder zumindest im Trade schon mal angezeigt. Das kennt ihr, diese Swaps, das können prinzipiell positiv oder negativ sein. In der Mehrzahl sind sie allerdings logischerweise negativ und würden also mein Konto belasten. Also könnten wir auch sagen, nee, davor machen wir den Trade auf jeden Fall Schuss. Eine Variante. Oder andere Variante, naja, wir warten sogar bis zum Wochenende. Aber dann machen wir ihn auf jeden Fall zu. Als zweite Variante, warum würde ich den Trade immer vorm Wochenende noch schließen wollen, damit ich keine Over-Weekend-Gaps befürchten muss? Also in unruhigen Zeiten kann ja mal am Wochenende bedeutende Wahlergebnisse zum Beispiel anstehen oder sonst was auf der Welt passieren. Und während des Wochenendes greifen ja nun mal keine Stop-Losse. Also ist es vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, auch Trades da unbedingt zu schließen. Das nenne ich dann einen Time-Stop. Okay, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal, um die Strategie wirklich messerscharf zu haben, einfach mal in einen Chart. Und ich nehme mach mal irgendeinen auf. Australischer Dollar, Neuseeland-Dollar, werden wir nachher sehen, ist ohnehin ein nicht verkehrtes Symbol für genau diese Strategie. Und wechseln wir jetzt hier einfach mal auf H1-Basis und ich mache es auch noch mal ein bisschen größer. Irgendwie sieht der Chart fast genauso aus wie der, den ich gerade hatte. Okay, also bleibt die Argumentation ziemlich ähnlich. Aber ich will mal ein Beispiel hier ein bisschen genauer beleuchten. Jetzt gehe ich hier auch wieder in die Bildmitte, was jetzt wirklich lustig ist, dass es grundsätzlich so ähnlich aussieht, wobei der andere fast 2 Jahre älter war. Aber so geht's. Mal angenommen, wir hätten hier tatsächlich unsere Schwelle überschritten und hätten hier dann unseren Trade eröffnet. Also hier zu diesem, in dieser Kerze wäre vielleicht die Abweichung vom EMA-Wert gerade überhalb unserer Schwelle gewesen. Das heißt, wir hätten jetzt zum Open der nächsten Kerze unseren Trade eröffnet und unser Take Profit wäre dann der alte EMA-Wert gewesen. Das ist hier. Da wäre dann unser Take Profit gewesen. Wenn ich sage, mein Take Profit läuft nicht mit dem EMA mit, der wäre mir jetzt sonst entgegengekommen, mein Take Profit, sondern ich hätte ihn hier an der unteren Linie gelassen. Wenn wir uns mal diesen Trade mal kurz durchspielen, sehen wir, dass wir nahezu nie im Minus waren, also hier mal ganz leicht, ein ganz klein bisschen, und hätten dann an dieser Stelle unseren Take Profit erreicht. Markieren wir die Stelle auch nochmal. Da hätten wir unseren Take Profit erreicht. Das wären gerade mal, das wäre jetzt ein Tag und ein paar Stunden später gewesen. Wobei jetzt, wenn ich ganz genau gucke, könnte es sein, dass hier gerade jetzt sogar ein Wochenende drin war. Okay, dann geht es hier erstmal um das Trading-Prinzip. Und hier hätten wir also unseren Trade dann beendet. Wenn hier wirklich noch ein Wochenende drin war, dann hätten wir ihn einfach vor dem Wochenende geschlossen. Und so wäre jetzt hier zumindest mal ein Trade ganz sauber illustriert. So funktioniert die ganze Strategie. Und ganz ehrlich, das, wie ich es jetzt beschreibe, ist auch absolut, dafür braucht man keine Expert Advisor. Das kann man auch durchaus diskretionär, sprich direkt aus dem Chart, so wie wir das jetzt hier sehen, durchaus traden. Also die Strategie ist ziemlich, ziemlich belastbar, zumindest wenn man auf die richtigen Währungspaare geht. Aber das wollen wir natürlich gleich mit rausarbeiten. Jetzt habe ich hier natürlich einen Trade eingemalt und logischerweise ist dieser Trade ein Winner-Trade, gar keine Frage. Aber stellt sich die Frage, ist das wirklich ein echter Wahrscheinlichkeitsvorteil, den wir jetzt hier haben? Könnten jetzt auch andere einmalen, die würden natürlich auch wieder hier funktionieren in meinem Bild. Ich will mal so fair sein und mal einen einmalen, der dann noch laufen würde. Hier
Unschwer zu erkennen, gab es in der letzten Nacht einen deutlichen Ausbruch nach oben in diesem Währungspaar. Also genau genommen liegt es am Neuseeland-Dollar, um es zu präzisieren. Der ist die eigentliche Ursache hier drin. Da geht hier der Preis nach oben. Und am Ende dieser Kerze hätten wir sicherlich schon gesagt, okay, hier haben wir eine große Abweichung zu unserem EMA, also nächster Trade. Wir hätten also hier einen Trade eröffnet und hätten als Take Profit dann den EMA-Wert genommen, an dem wir gestartet wären, also hier. Sprich, dieser Trade würde jetzt gerade noch laufen. Und hier kann man natürlich schön auch den Unterschied sehen zwischen diesen zwei Varianten, die ich gesagt habe, Take Profit an Ursprungslevel, also hier unten, da wo die blaue Linie ist, oder Take Profit, ich lasse ihn mitlaufen mit dem EMA. Das heißt, dann kommt mir der Take Profit gewissermaßen entgegen. Hört sich immer schön gesprochen, also gut an. Umgekehrt schmälert es natürlich auch meinen Gewinn, weil sollte ich hier tatsächlich bis hier unten noch durchkommen, hätte ich natürlich hier einen höheren Gewinn. Also, so ist jetzt erstmal die Strategie. Stop-Loss, wenn wir den dann anwenden, würden wir einfach prozentual vom Preis weglegen. Das dazu. Und jetzt kommt es halt auf diese Varianten an, wann der Time-Stop noch greifen soll. Am Tagesende, am Wochenende. Am Ende werde ich es mehr mit einem Wochenende vorstellen. Also von daher hätten wir noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch Mittwoch. Ansonsten, wenn wir jeden Trade schon am Ende des Tages geschlossen haben wollten, dann würden wir den Trade halt um 22.59 Uhr schließen, also vor Swap. Sähe immer noch gut aus. Wir wären mit unserem jetzt laufenden Trade hier im Plus. Und wenn jetzt nichts total schief geht, dann wahrscheinlich um 22.59 Uhr, also immer noch. Soweit die Strategie und das Grundprinzip. Genau, kommt schon hier gerade so ein Hinweis. Ich lese mal komplett vor. Die Strategie würde dann in Seitwärtsmärkten besser funktionieren. Bei Trendmärkten wird das schwierig, wenn der Take Profit nicht mit dem EMA mitlaufen würde. Genau richtig erkannt, Marco, klasse. Also wenn jetzt hier tatsächlich ein Trend entsteht, der nach Norden wegläuft, wäre es natürlich unschick, wenn mein Take Profit hier unten bleiben würde, dann lieber dann doch mit dem EMA mitlaufen, weil dann habe ich eher noch eine Chance, den Trade auch da im Profit zu beenden. Etwas anders sieht es aus, wenn wir tatsächlich auf Tagesende schon immer rausgehen, dann stören uns auch das mit dem Trend nicht ganz so dramatisch. Aber grundsätzlich ist der Hinweis absolut richtig. Aber jetzt pauschal zu sagen, wie sollte ich es unbedingt machen, das eine besser als das andere, das geht sicherlich nicht. Gut, soweit der Anfang. Aber jetzt habe ich 5 Bilder gemalt und sage, da haben wir eine tolle Strategie. Ne, das ist es natürlich nicht. Also müssen wir jetzt untersuchen, ob wir so wirklich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil haben. Also ob wir in der Mehrzahl richtig liegen, wenn wir genau so vorgehen. Also Mean Reversion Trading zurück zum EMA. Was ich in Summe untersucht habe, sind eigentlich 29 Währungspaare. Also alles, was man so aus den Währungen australischer Dollar, kanadischer Dollar und so weiter bis US-Dollar kombinieren kann. Das sind 28. Und schließlich nenne ich noch Gold. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, doch noch auch irgendwas noch mit Euro, polnisch Zloty und Euro, ungarische Forint auch noch mit untersucht. Aber werden wir nachher in dem Excel-Sheet sehen. Also Datenbasis ist groß, Untersuchung recht umfangreich. Um jetzt zunächst mal nur die Frage zu untersuchen, ob ich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil habe, gehen wir mal ein bisschen mehr in den methodischen Teil. Also, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich bin da ganz brutal. Ich bin erstmal zunächst hingegangen, also wenn ich jetzt gleich sage, ich habe Trades gemacht, dann meine ich, dass ich habe Untersuchungen zu diesen Trades gemacht. Ich bin in der Tat jetzt hingegangen und habe formal zu jeder M5-Kerze der letzten 15 Jahre, das sind grob immer so 1 Million Kerzen, habe ich einen Trade eröffnet und habe den in Richtung zum EMA eröffnet. Jetzt
nicht falsch verstehen. Ich empfehle jetzt nicht, genau das so zu tun, hier im 5-Minuten-Raster die Trades aufzumachen. Nee, es geht gleich nur darum, um zu gucken, ob wir den Wahrscheinlichkeitsvorteil haben. Und daher nehme ich lieber die volle Statistik und deswegen auch fiktiv 1 Million Trades untersucht. Und ich habe dann die Logik genau angewendet. Also wir haben Kreuzen des EMAs, dann abgerechnet oder spätestens zum Tagesende oder zum Wochenende. Beide Varianten. Noch kam gerade gar nicht der Abstand drin vor, weil den Abstand habe ich jetzt noch gar nicht berücksichtigt, um zu fragen, soll ich den Trade aufmachen? Nee, ich mache es jetzt umgekehrt. Ich mache immer den Trade auf, untersuche jetzt dann gleich, bei welchen Abständen ist es profitabel? Die These dahinter ist so ein bisschen, naja, alle Abstände, also sozusagen immer den Trade aufmachen, ist nicht gut. Vielleicht ja, so wie ich es auch schon verbal am Chart gemacht habe. Erst wenn wir eine bestimmte Schwelle überschritten haben, vielleicht kommt nachher auch noch raus. Und wenn wir dann zu weit weg sind, dann sollten wir es auch wieder sein lassen und doch besser nicht den Trade aufmachen. Also untersuchen wir einfach die Profitabilität als Frage zu den Abständen. Also wie weit sind wir weg und sind wir dann profitabel oder nicht. Und wenn wir zunächst sogar nur den Edge, also den Wahrscheinlichkeitsvorteil untersuchen wollen, darf man sich auch mal kurzfristig leisten, Spreads und Commission, also sämtliche Kosten des Trades, wegzulassen. Das kommt gleich, kommen sie dann wieder rein. Aber wenn es jetzt nur um den Wahrscheinlichkeitsvorteil geht, darf man das auch durchaus mal machen. Kommt noch ein anderer Hinweis zum EMA vom Jens. Es kann die EMA auch so steigen, dass der im Verlust endet. Ja, genau. Also das ist bei der Variante natürlich auch möglich. So ähnlich wie in dem Kerzenbild von gerade, wo wir so eine Monsterkerze hatten und der EMA jetzt schnell hinterherläuft, wäre das auch denkbar. Und zu einem vielleicht dann noch späteren Zeitpunkt wäre dann doch wieder alles okay gewesen. Auch absolut richtiger Hinweis. Okay, ich zeige euch mal die Auswertung. Dann wird auch nochmal klar, wie ich das eigentlich gemacht habe, um hier den Wahrscheinlichkeitsvorteil mit genau herauszuarbeiten. Lass mich das richtige Excel-Sheet finden und da haben wir es. Und ich mache es mal ein bisschen größer und erkläre mal, was hier genau zu sehen ist. Ich habe erstmal nur zwei Währungspaare hier drin, also das eine ist Gold, also ich nenne das immer einfach Währungspaar. Also australischer Dollar, Neuseeland-Dollar und Gold halt. Und wenn man sich jetzt hier die Zahlen anguckt, also ich habe das Ganze durch mein C-Programm jagen lassen und dann habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn die Distanz zwischen 0 und 0,01% ist, wie viel Euro ohne Kosten, also ohne dass wir Spreads und Commission haben, hätten wir dann die letzten 15 Jahre gebracht? Antwort 725 Euro. Wenn wir also nur die Trades nehmen, die eine Distanz haben zwischen dem Close und unserem EMA zwischen 0 und 0,01, dann hätte das 725 Euro gebracht. Im Gold hätten wir 750 Euro verloren. Ihr seht, wie es dann weitergeht. Die nächste Zahl, diese 2471, ist jetzt alles zwischen 0,01% und 0,02%. Okay, jetzt kann ich, wenn man den Grundgedanken soweit habt, kann da auch sofort die Kurve sehen. Hier steht immer, wie viel Euro man in diesem Intervall an Abständen verdient hätte. Können wir sofort eine Schlussfolgerung ziehen? Allein, wenn man auf Gold guckt, dann sagt man sofort, oh shit, also Gold sollte man irgendwie mit dieser Strategie so nicht traden. Egal wie der Abstand ist, da kommt nichts Profitables eigentlich bei der Strategie raus. Das ist halt auch so. Jetzt muss man immer im Hinterkopf halten, ich habe meine Timestops. In dem Fall, und da gucken wir gerade auf Tagesende. Es könnte durchaus sein, dass das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch noch was funktioniert hätte. Aber ich will ja sauber bleiben. Während wir umgekehrt sehen, beim australischen Dollar und Neuseeland-Dollar, hey, super. Also die höchsten Gewinne erzielt man hier mit prozentuellen Abständen von ungefähr 0,07%. Da ist hier richtig Musik in der Strategie. Da kommen also richtig Gewinne zusammen. Und das
sagt mir schon mal, okay, also zumindest für australische oder Neuseeland-Dollar scheinen wir einen sehr guten Wahrscheinlichkeitsvorteil zu haben. Sehr gut. Erster kleiner Beweis. Ich habe das deswegen hier nur mit zwei Symbolen dargestellt. Ich habe es natürlich auch für alle. Da das jetzt aber jetzt hier so ein bisschen sehr bunt wird, sehen wir allerdings schon, wie diese Grundcharakteristik hier immer ist. Ich will jetzt auch nicht, dass wir hier genau durch alle einzelnen Linien gehen. Ich zeige euch noch gleich die Zusammenfassung. Wir sehen nur, dass das so ähnlich ist. Also ich habe die zwei Extremwerte gerade als Beispiel genommen, australischer oder Neuseeland-Dollar, und als mit eins der schlechtesten Beispiele Gold. Der Wahrscheinlichkeitsvorteil ist da. Und wenn wir mal fragen, für welches Währungspaar ist er eigentlich am besten? Die Antwort kann ich euch auch geben. Dann ist das Beste überhaupt britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Und das Schlechteste Euro, japanischer Yen. Wer öfter bei den Webinaren dabei ist, wird wieder messerscharf feststellen, und vorhin kam auch schon so ein Hinweis, trendige Märkte könnten ein Problem für diese Strategie sein. Also Marco, du hast es ohnehin schon richtig erkannt und hier kommt es jetzt nochmal. Ihr wisst ja so, welche Märkte eher zu trendigen Verhalten neigen und das sind zumindest insbesondere die japanischen Yens und die stehen hier alle ganz hinten. Während ähnlich wie das, was wir auch beim letzten Mal hatten, wo wir über Seitwärtsmärkte explizit geredet haben, oder was ich dann gerne schon mal die Langweiler nenne, die Langweiler stehen jetzt hier vorne und scheinen eher so die Gewinner zu sein. Okay, das ist schon mal soweit gut. Also haben schon den ersten Schritt gemacht. Wahrscheinlichkeitsvorteil ist da. Jetzt kommt allerdings die Frage. Wenn wir hier mit so kleinen Abständen erzeugen wir hier die meisten Gewinne. Okay. Wenn wir aber kleine Abstände haben, dann ist also unser Unterschied zwischen Einstieg und unserem Take Profit ebenfalls klein. Heißt dann aber auch, wenn jetzt die Kosten mit reinkommen und die genau bei solchen Underdogs, also wie so den eher meiner Währungspaaren, schlagen die ja meistens nochmal extra zu Buche. Könnte es sein, dass uns genau vielleicht doch hier vorne in diesem Bereich ein bisschen was durch die Quere geht? Weil hier ist ja immer der Abstand zwischen Einstieg und dem Take-Profit wirklich klein. Wenn das dann nicht mehr reicht, nach Kosten noch einen Gewinn zu erzeugen. Also, wichtig ist, nächste Fragestellung, wie sieht's nach Kosten aus? Gucken wir uns auch das natürlich an. Und auch hier, eigentlich habe ich jetzt geschrieben, erstmal nur für zwei Symbole, dann habe ich doch schon gleich mal drei genommen. Die gleiche Art von Bild, nämlich mit einem riesen Unterschied. Jetzt ist es plötzlich so, dass bei ganz kleinen Abständen wir super viel Geld verlieren. Ist jetzt auch irgendwie logisch. Das liegt nämlich genau daran, weil da reicht unser Take-Profit irgendwie noch nicht mal aus, um nachher unsere Kosten aufzuwiegeln. Aber an diesem grundsätzlichen Bild hat sich gar nicht so viel verändert. Außer, dass wir, wenn die Abstände zu klein sind, einfach besser keinen Trade aufmachen sollten. Das kriegen wir hier raus, wo wir sehen, dass wir hier direkt schon ins Negative abrutschen. Naja, und Gold ist jetzt hier der Oberloser, ist also alles noch viel schlimmer geworden, wenn wir jetzt auch noch die Kosten mit dazu nehmen. Wenn wir uns das wieder für alles angucken, ja, wieder ein ähnliches Bild, jetzt wird unser Minus, also dass wir nicht mehr überall ein Edge haben, das wird immer schlimmer. Das heißt, wir werden definitiv nachher nicht alle Währungspaare so traden können mit diesem Strategieansatz. Aber gut, wenn dem so ist, dann ist so und so. Aber dann filtern wir auch das natürlich genau raus. Ich gehe noch mal kurz auf das Bild von gerade. Eigentlich erkennt man hier was anderes Schönes. Also es gibt irgendeinen Abstand, unter dem sollten wir eher nicht traden. Also ich gehe mal einfach bei der roten Kurve hier, wo wir die Null durchschreiten. Ab diesem Abstand sollten wir traden, da erzeugen wir Gewinne. Nein, irgendwann können wir uns das Ganze auch wieder sparen. Hier hinten
kommen nachher nicht mehr groß Gewinne zusammen. Also können wir eigentlich das auch aussetzen. Also eigentlich könnten wir fragen, wie sieht das so akkumuliert aus und könnten von der anderen Seite anfangen. Und dann sieht das so aus. Jetzt muss ich nochmal genauer beschreiben, was ich hier gemacht habe. Stellt euch vor, ihr wollt, ich habe jetzt einfach, jetzt ist mir der Chart hier verrutscht. Jetzt gleich sind wir hoffentlich wieder da, wo wir sein wollen. Genau. Stellt euch einfach vor, wir gehen von dem Bild von gerade und hin und summieren von hinten alles auf. Das heißt, wir traden, wenn der Abstand größer ist als so und so. Wir traden, wenn der Abstand größer als, also größer ist als 1,8, größer als 1,6, größer als 1,4 und summieren dann alles davor mit auf. Dann kommt hier nachher ein solches Bild raus. Und dann sieht man auch, wenn wir jetzt hier das Maximum haben, dass wir ab einem Abstand von ungefähr 0,15 sollten wir, können wir ruhig traden für das Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar und erzeugen Gewinne. Ja, und genau das wollen wir natürlich haben. Das heißt, wenn wir die Strategie final traden wollen, müssen wir uns überlegen, mit innerhalb von welchen Grenzen sollen wir denn jetzt dann tatsächlich traden? Und dass das dann durchaus sehr interessant wird, mal kurz wieder für alle Währungspaare, da sieht man, bleiben nachher doch noch einige über, die hier nach oben gehen. Das heißt, wir finden Abstandsschwellen, wo wir ordentlich Gewinne machen können. Und wenn wir noch die Hitliste abfragen, dann können wir auch das können wir hier genau jetzt nicht. Das war jetzt ein falscher Hinweis. Also wir müssen jetzt Grenzen setzen für die Abstände und dann kriegen wir hieraus eine profitable Strategie. Das ist jetzt hier alles auf. Wir würden immer spätestens am Tag beenden. Merkt euch mal kurz die Skala hier. Dann kriegen wir Gewinne bis zu 30.000 Euro hier bei diesem Beispiel raus. Gucken wir uns das Ganze nochmal auf Wochenbasis an. Wenn wir die Trades spätestens erst am Wochenende zumachen, dann seht ihr, wenn ihr die beiden Bilder im Einzelnen vergleicht, hier kommt in Summe noch ein bisschen mehr raus. Also hier geht es jetzt hoch bis auf 35.000. Und wenn wir alles Profitable mitnehmen, kommen wir über alle noch viel höher. Also ich gehe nochmal kurz aufs andere, weil der Vergleich hier gerade nochmal gefragt wird. Also hier in Summe, wenn wir alles mitnehmen, steht hier eine 20 und beim anderen immerhin schon eine 60.000. Das heißt, wie zu erwarten war, wenn wir bis zum Wochenende warten, haben wir einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir zum EMA zurückkommen und noch mehr Trades im Plus enden. Und bisher war es jetzt so gemacht, dass ich gar keinen Stop-Loss hatte. Also sprich, ich beschreibe nochmal ganz genau, was ich gemacht habe. Ich habe immer den Trade mit 0,01 Lot aufgemacht, habe ihn beendet, wenn ich meine EMA gekreuzt bin oder gewartet bis zu meinem Time-Stop. Und wenn der Trade halt deutlich ins Minus, dann ist er halt deutlich ins Minus gelaufen und ich habe es einfach so gelassen. Das hat mich hier auch in den letzten 15 Jahren rein in der Simulation überhaupt nicht umgebracht. Deswegen ist das jetzt vertretbar bei auch einer Lot-Size von 0,01 Lot. Alles sozusagen machbar und völlig in Ordnung. Aber so ist einfach die Rechnung gemacht. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hi Stefan, kennst du einen guten Filter, um in Trendphasen einen Trade auszuschließen? Ganz ehrlich, nee. Ich gehe eher anders vor und vermeide einfach bestimmte Underlyings grundsätzlich. Okay. Und da nochmal ein wichtiger Hinweis, weil das bringt mich nochmal um was zur Klarstellung. Bei einer Mindestschwelle werden in der Regel viele Trades nacheinander geöffnet. Hier in meinem, also bei kleiner Mindestschwelle, in meinem Fall ist es ja sogar so brutal, ich frage alle 5 Minuten neu nach, soll ich nicht, egal ob ich noch Trades auf habe.
Und ja, kommen wir natürlich gerade schon zu dem Punkt, so wollen wir real natürlich nicht traden. Das würde ja bedeuten, selbst wenn wir auf Tagesbasis, also spätestens am Ende eines Tages, immer alles zumachen wollen, dann haben wir bei 288 M5-Kerzen, die nun mal ein kompletter Tag hat, hätten wir bis zum Ende des Tages potenziell bis zu 288 Trades aufgemacht, wenn zwischendurch keiner beendet wurde. Von daher wäre das ein bisschen zu heavy. Jetzt hätte ich nur mal gefragt, gibt es eine Aufzeichnung vom ersten Webinar? Ja, die gibt es. Die ist aber schon ziemlich alt. Also das Datum ist so grob Juni 2017. Also danach suchen, dann findet man es. Oder mir eine E-Mail schicken, ich suche es dann mal genauer raus und kann auch den Link zu der Aufzeichnung dann mitgeben. Jetzt haben wir also im Moment traden wir ja wie die Weltmeister. Das ist ein bisschen zu heavy. Wir sollten die Trades nacheinander machen. Mit nacheinander meine ich einfach, okay, wenn wir einen Trade aufhaben, jetzt wie im realen Trading-Leben, wenn wir einen Trade aufhaben in einem bestimmten Underlying, naja, es zwingt uns ja keiner, jetzt noch einen zweiten aufzumachen. Lass uns lieber mal warten, bis dieser Trade zu Ende ist. Und dann fragen wir wieder neu, haben wir die richtige Schwelle? Sind wir in dem richtigen Bereich von Abständen, sodass wir wieder einen neuen Trade aufmachen? Dann machen wir halt wieder dann einen neuen Trade auf. Also Trade, bei mir heißt das nachher eher Sequenzen, aber Sequenzen im Sinne von halt, der eine Trade ist zu Ende und dann können wir auch mal wieder einen neuen aufmachen. Was wir jetzt also in Summe machen wollen ist, okay, wir suchen so eine untere und auch durchaus eine obere Begrenzung, weil das haben wir auch gerade diesen komischen Glockenkurven angesehen. Bei ganz großen Werten ist irgendwann dann doch mal die Luft raus, dann sollten wir da vielleicht keine Trades mehr aufmachen. Naja, und schließlich und endlich können wir natürlich auch noch die Frage stellen, kriegen wir noch ein bisschen was verbessert, wenn wir jetzt doch noch einen Stop-Loss setzen? Die Antwort ist übrigens nicht allzu viel. Da kommt nicht so viel mehr raus. In dem Folgenden will ich mich jetzt dann darauf beschränken, dass die Trades dann immer zum Wochenende zugemacht werden. Gucken wir uns da mal Ergebnisse an, wie das dann aussieht. Und zwar, wie immer, habe ich natürlich was Brutales gemacht. Ich habe wieder alles rauf und runter untersucht. Und bisher haben wir ja an einer Zahl noch gar nicht gedreht, also an den Zahlen, von dem, was ich hier vorgestellt habe. Ich habe noch nie die EMA-Periode gerade verändert. Gerade war immer die EMA-Periode stur, einfach 50. Und wenn man jetzt auf die Ergebnisse meiner Untersuchung schaut, sieht man, dass ich ziemlich brutal am EMA auch nochmal gedreht habe. Ziemlich brutal insofern, wenn man mal nur auf die ersten 9 Zeilen hier guckt, dann sieht man, ich habe einfach gestartet bei einem EMA von 10. Bin dann auf 20, 50, 100 und so weiter. Ihr seht, was ich gemacht habe. Das ist jetzt nicht immer verdoppelt, sondern ein bisschen anders, aber ungefähr so. Also mal deutlich verschiedene EMAs genommen. Und was jetzt eine Zeile hier sagt, ist, wie man mit einem bestimmten EMA am besten mit welchen Schwellen klarkommt. Das steht jetzt hier in jeder einzelnen Zeile. Und das kann dann jetzt durchaus unterschiedlich sein. Es gibt hier Zeilen, wie zum Beispiel die erste, da gibt es nur so einen schmalen Bereich, den man dann final wirklich traden sollte. Ihr seht die Zahlen, die brauchst du nicht wiederholen. Und gucken wir nochmal genauer, wie hier jede einzelne Zeile zu verstehen ist, als Ergebnis einer kompletten 15 Jahre Durchrechnung, 15 Jahre Backtest für dann in dem Fall australischer Dollar, kanadischer Dollar. Dann ist eine Zeile immer so zu verstehen. Da gab es einen Drawdown von 35 Euro. In Summe wurde ein Profit erzeugt bei 0,01 Lot Trades von 211 Euro. Der eine oder andere ist schon länger dabei. Ihr wisst, ich habe immer ein sogenanntes Opti-Definition, sage ich jetzt heute nicht nochmal extra, aber Opti beschreibt sozusagen die Güte der Strategie mit je kleiner, desto besser. Also je näher an Null, umso besser. Also zweite Zeile ist besser als die erste Zeile. Jetzt gibt es hier in der Tabelle, und ich sage das deswegen, weil immer nach viele die auch haben wollen und dann meine Beschreibung ja nicht mehr direkt dabei ist, deswegen muss ich jetzt verbal machen, gibt es hier nachher noch ein Scaled, Profit Scaled.
Und die Scale steht ja auch noch. Naja, da habe ich nachher Folgendes gemacht. Ich will nachher Portfolios machen. Also das heißt, ich will verschiedene Währungssymbole überlagern und davon sämtliche Trades aufeinander packen. Jetzt habe ich da zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach sagen, okay, ich nehme einfach immer meine 0,01 Lot-Trades von allen und addiere die. Oder andere Variante, wie man das auch machen kann, ist, man macht vorher für alle einzelnen Equity-Kurven den Drawdown gleich. Also hier ist ja jetzt gerade ein Drawdown von 35 Euro. Jetzt kann ich aber auch einfach sagen, okay, ich lasse für eine Einzelstrategie einen Drawdown von 1000 Euro zu, dann könnte ich die ganze Strategie mit dem Faktor 28 skalieren. Streng genommen hätte ich hier übrigens die Kommazahlen wegmachen müssen, aber der Fehler sei mir nur verziehen. Aber egal. Also wir können das skalieren. Ich sage das nur deswegen, weil wir nachher über Scaled Equities-Kurven reden. Kommen wir zurück zu den Ergebnissen. Wie man jetzt hier unschwer sehen kann, gehen wir mal einfach einen Block weiter. Naja, also australischer Dollar, Schweizer Franken, da geht irgendwie nichts. Ist kein gutes Währungspaar für diese Art von Strategie. Kann ich am EMA rumdrehen, so richtig toll wird das nie was. Hier tauchen zwar nachher mal bei ganz großen EMAs ein paar Zahlen auf, aber dafür ist die Strategie nicht gut. Hatten wir allerdings auch schon so ein bisschen geahnt. Während wiederum australischer Dollar, kanadischer Dollar, der ist gut. Und davon finden wir noch andere gute Beispiele. Euro, ungarische Forint ist gut, Euro, polnisch Zloty ist gut. Es sind so tendenziell eher die Seitwärtsmärkte. Britisches Pfund, kanadischer Dollar. Und dann kommen nachher auch welche, die hätte ich hier nicht ad hoc drin erwartet. Wenn ihr hier nachher mal das Symbol seht, GRX EUR, dann ist das der DAX. Und es gibt noch so ein SPY, das ist dann nachher der S&P 500. Alles hier in der Tabelle zusammengefasst. Der DAX funktioniert nämlich richtig cool mit dieser Strategie. Und dann haben wir nachher noch welche wie Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Ja, wenn ich schon so eine Untersuchung für alles Mögliche habe, was liegt jetzt nicht näher, als hier die guten wirklich die guten rauszufiltern. Oh, jetzt muss ich mal gerade, hier hat jemand in der Zwischenzeit, wow, das ging schnell, in der Zwischenzeit den Link von dem damaligen Webinar schon rausgesucht. Ich verteile den mal kurz. Dann haben wir nämlich schon gleich alle. Und das ist der Link zu dem damaligen Webinar. Hey, super, vielen Dank. Jetzt muss ich nochmal gucken, wann ich mich bedanken muss. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, war das? Ich glaube, der Marco war es. Oder? Ach, jetzt finde ich nicht mehr, wer es gerade geschrieben hat. Okay. So, ich hoffe, ich habe jetzt aber alles richtig gemacht. Sei es drum. Wenn wir jetzt schon hier eine Auflistung von den ganzen Ergebnissen für Backtests von den letzten 15 Jahren haben und die einzelnen Strategien hier nur als eine Zeile formuliert haben, können wir natürlich jetzt auch einfach alles zusammenpacken und die guten rausnehmen und die mal als das, was ich dann kombinierte Equity-Kurve immer nenne, uns dann angucken. Können wir natürlich machen und gucken uns das gleich auch an. Und zwar, bevor wir auf die Equity-Kurve gucken, hier auf die Liste der interessantesten Währungspaare, beziehungsweise auch zum Beispiel der DAX ist mit dabei. Ich mache es hier mal kurz groß, damit man es ein bisschen besser sieht. Also Euro, ungarischer Forint ist mit dabei, Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar, der DAX, australischer Dollar, kanadischer Dollar und so weiter. Mit welchen Schwellen sollten wir umgehen? Antwort haben wir hier auch. Und mit welchem EMA sollten wir arbeiten? Antwort haben wir auch wieder direkt dabei. Das heißt, wir haben alle Parameter, die wir brauchen, um die Strategie selber auch nachzutraden. Super. Das heißt, wir haben eine komplette Beschreibung der Strategie samt ihrer Zahlen. Und wenn man dann die Trades alles übereinander lagert, dann kommt eine durchaus stattliche Equity-Kurve bei raus. Sie hat einen kleinen Schönheitsfehler. Schönheitsfehler ist genau so in den letzten 1,5 Jahre hat sie nicht ganz so viele Gewinne erwirtschaftet.
kann man ein bisschen drüber philosophieren, woran das genau liegt. Führt jetzt zu weit, aber in Summe beachtliches Ergebnis. Wenn wir schon so weit sind, will ich auch zeigen, gibt natürlich auch noch ein Ergebnis, wenn man das Ganze mit Stop-Loss macht, dann sieht es insofern so etwas anders aus, dass wir jetzt noch eine weitere Spalte mit reinkriegen. Also mit welchem Stop-Loss sollte man das Ganze dann traden? Auch da wieder alle Ergebnisse für alle untersuchten Symbole hier als Übersicht zusammengefasst. Und wenn man davon dann wiederum welche auswählt, lässt sich natürlich auch hier wieder eine solche kombinierte Equity-Kurve erzeugen. Wollen wir uns die auch mal angucken. Und dann sieht sie so aus. Hier ist es so, dass wir auch über die letzte Zeit etwas besser dastehen. Und wir haben ein paar mehr Symbole, die wir jetzt traden können, wenn wir auch noch einen Stop-Loss anwenden. Der Stop-Loss ist mal ziemlich klein, mal durchaus auch groß. Also einfach in Prozent vom Kurs. Das heißt, hier steht er, wie gesagt, er ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Währungspaar wir dann am besten traden sollten. Um mal ein einzelnes sich mal ein bisschen genauer anzugucken, weil wenn ich jetzt hier immer sowas zeige wie eine kombinierte Equity-Kurve, dann gehen natürlich die einzelnen Trades endgültig unter. Ich habe mal eine auch mal herausgegriffen, Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar, auch mit Stop-Loss, dass wir uns mal nur eine einzelne Equity-Kurve auch einmal angucken können von einem einzigen Währungspaar. Und natürlich haben wir jetzt hier ein bisschen mehr rauf und runter. Die ist natürlich nicht mehr genauso glatt wie gerade die kombinierte Equity-Kurve. Aber schon ein einzelnes Währungspaar kann sich hier ganz schön lohnen. Das heißt, je nachdem, wie ihr damit umgehen wollt, ich sage mal einfach mögliche Varianten. Klar, man kann das einfach vollautomatisieren. Eine Variante, immer möglich. Die andere Variante ist natürlich eher diskretionär zu betrachten, indem ich grundsätzlich sage, ich gucke einfach mal auf diese Monsterabweichungen und trade zum EMA zurück. Dann haben wir schon mal einen coolen diskretionären Ansatz. Und auch wenn wir dann vielleicht nicht das Regelwerk hier par excellence erfüllen, so wie es jetzt hier untersucht ist, dadurch, dass wir allerdings diesen übergeordneten Wahrscheinlichkeitsvorteil, den wir rausgearbeitet haben, auf unserer Seite haben, bleibt das auch ein absolut valider Ansatz. Oder noch eine Variante, ich suche mir nur ein paar Pärchen raus und trade die einzeln. Und welche, dann sicherlich eher die hier auf dem Ranking besonders weit oben stehen. Also ich zeige es dir nochmal kurz. Also das wären dann vielleicht einfach nur die ersten fünf und die dann einzeln zu traden, dann kriegt man auch damit schon ziemlich, ziemlich gut was hin. Ich musste gerade auf einen Kommentar, deswegen stocke ich hier gerade. Stefan, der Number Cruncher, kommt hier gerade als Kommentar. Das ist heute wieder top. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Also ist natürlich immer wieder eine etwas mehr mathematische Vorgehensweise hier. Und es ist noch nicht mal direkt ein Excel-Sheet bei, mit dem man eigentlich die einzelnen Trades direkt simulieren kann. Das hatten wir vor knapp 2 Jahren schon mal so gemacht. Aber hier war es eher so die Fragestellung, nochmal global auf alles zu gucken. Damals haben wir, glaube ich, nur ein einziges Symbol uns überhaupt angeguckt und untersucht. Und das wollte ich doch mal ein bisschen deutlich systematischer machen. Also ihr seht, auch eine einzelne Equity-Kurve, auch wenn sie dann nicht mehr ganz so glatt aussieht wie die kombinierte, ich gönne sie jedem in seinem Konto. Also von daher, gute Grundstrategie und auch den rein diskretionären Ansatz für die Strategie will ich überhaupt nicht unterschätzen. Warum? Weil wir halt die saubere Ausarbeitung des Wahrscheinlichkeitsvorteils hatten. Und das war auch für mich so ein bisschen Ziel heute, nicht nur einerseits zu sagen, okay, hier ist die Strategie, da sind die Parameter, auf geht's, let's trade. Nee, sondern mehr auch wichtig, das methodische Vorgehen. Also erst den Edge nachweisen, und dann die Strategie daraus machen.
Man kann das theoretisch auch machen, ohne je diesen Edge nachgewiesen zu haben. Aber es ist auch für die eigene Vorgehensweise besser, ihn erst zu zeigen. Dass selbst ein Vorteil durchaus sein kann, dass der nicht reicht, weil nämlich noch die Kosten auch noch verdient werden müssen. Das weiß ich. Aber es ist auch immer gut, erstmal zu sehen, um ja sozusagen, wie die Strategie tickt, also wie sie wirklich funktioniert. Und erst wenn ich diese komischen Glockenkurven hier sehe, kommt man auf die Idee, hey, soll man nicht mal nur bestimmte Bereiche von Abständen für die Strategie nutzen und dann traden? Das kommt man erst eher durch die Art von Untersuchung. Wenn man schon gleich komplett in die Strategie einsteigt, kann es gut sein, dass man auch einiges hier übersieht. In Summe ist Mean Reversion wirklich aus meiner Sicht einer der leichtesten Ansätze auch fürs diskretionäre Traden. Wenn man es zum Beispiel vergleicht, letztes Mal hatten wir im Webinar reine Seitwärtsmärkte, da muss man dann tatsächlich dauerhaft da dran sein, weil man nämlich auch noch nachkauft. So. Hier ist es absolut auch ideal geeignet, um dann, wenn ich mal Zeit habe, auf vielleicht ein Bündel von Charts zu gucken, nach dieser Abweichung vom EMA zu schauen und in Richtung des EMAs dann meinen Trade aufzumachen. Kommt wahrscheinlich vielen, die aus dem Chart direkt handeln, ohne irgendwelche kompletten Automatismen über Expert Advisors, sehr viel näher. Dass wir jetzt hier noch ein komplettes Portfolio haben, schöner Nebeneffekt. Und von daher können wir so dann auch Equity-Kurven glätten. Kommt noch ein Hinweis, will ich noch kurz drauf eingehen. Kann aber auch sein, dass manche Pärchen zeitweise schlechter funktionieren und andere dann wieder besser. Da müsste man gegebenenfalls diese Pärchen rotieren. Ja, absolut möglich. Und vieles erkennt man sogar aus dem allgemeinen Chart. Immer dann, wir hatten vorhin schon den Hinweis, zumindest mit der Variante wirklich zurück zum EMA-Wert bei Eröffnung des Trades, könnte problematisch werden, wenn wir wirklich fette Trends haben. Da sehe ich aber auch durchaus ein bisschen was im Chart. Und im Zweifelsfall raus. Lieber etwas nicht traden, dann kann ich auch nicht verlieren, als mich da unnötig einem Risiko auszusetzen. Also weniger ist an der Stelle definitiv immer mehr und dann lieber auf die wieder Langweiler zu gucken und die dann ja, vorzugsweise traden, dann bin ich zumindest prinzipiell auf der besseren Seite. Soweit für heute. Mal wieder, naja, teils methodisch, teils Mathematik, ein bisschen Excel-Gymnastik natürlich auch dabei. Hauptsache, oder was ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wer Sheets haben möchte, die ich hier gezeigt habe, gerne einfach hier E-Mail. Ihr seht meinen fürchterlich langen Nachnamen. Also könnt gerne direkt zum Du übergehen, so wie ich es hier im Webinar auch rein von meiner Sprachwahl her auch tue. Euch allen natürlich noch einen schönen Abend, schöne Ostern. Und ja, nächsten Monat kommt natürlich wieder ein weiteres Vorankündigung. Es wird nochmal um Aktien gehen. Und zwar fürchterlich einfach. Seid gespannt. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.